Ja, herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von Vivi News. Und heute geht es um ein ganz besonderes Thema, auf das ich wirklich durch Zufall aufmerksam geworden bin, als ich hier im Handelsblatt ein bisschen nach News geforscht habe. Und nun ja, worum geht es? Facebook möchte sich jetzt hier als Pionier präsentieren, und zwar dahingehend als Pionier, als dass dieses Unternehmen das erste Unternehmen sein möchte, das wirklich Internet überall auf der Welt letztlich zugänglich macht, egal wo du letztlich auf der Erde wohnst, ob du irgendwo hoch im Gebirge wohnst, wo du letztlich fast abgeschottet bist oder sogar komplett abgeschottet bist von der Außenwelt, ob du im tiefsten Urwald wohnst, ob du irgendwo in der Wüste wohnst, es ist vollkommen egal. Facebook möchte dafür sorgen, dass jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten nun die Möglichkeit besitzt, an Internetzugang zu kommen. Und natürlich macht Facebook das nicht ohne Kalkül. Klar, Facebook erhofft sich dann natürlich auch da dementsprechend, dass mehr Nutzer auf seine Plattform dann kommen. Aber okay, das ist ja so gesehen kein Ding. Man muss ja Facebook zumindest mal zugute halten, dass sie wirklich einen Schritt weiter gegangen sind in diese Richtung und sogar kurz davor sind, das Ganze wirklich auch dementsprechend zu realisieren. Denn Facebook hat eine Internetdrohne vorgestellt und diese Internetdrohne ist ein, nun ja, Flugzeug, klein kann man es auch nicht wirklich nennen, aber es ist ein Flugzeug von 42 Meter Spannweite. Allerdings nur einem Gewicht von 450 Kilo und dementsprechend hat dann dieses Fluggerät auch die Möglichkeit, sehr, sehr hoch zu fliegen, was natürlich wichtig ist, um möglichst große Gebiete auch abdecken zu können, denn per Laser wird dann dementsprechend das Internet an die jeweiligen Positionen gebracht, wo sonst kein Internetempfang wäre. Und man kann sich vorstellen, ein einzelnes Flugzeug kann jetzt nicht den gesamten Globus abdecken, weil das Ganze auch nur 3 Monate lang jeweils in der Luft fliegen kann, bis es dann wieder runterkommen muss und aufgeladen werden muss etc. Aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr toll, dass Facebook tatsächlich jetzt dahingehend voranschreitet und Internet wirklich jedermann zugänglich macht, sodass man irgendwann tatsächlich sagen kann, Internet hat jeder. Und auch wenn ich natürlich dahinter das kapitalistische Prinzip sehe, dass die einfach mehr User haben wollen, was letztlich ja dann auch verständlich ist, denn die haben ja Geld in diese Investitionen dementsprechend hineingesteckt, muss man ja sagen, dass das wirklich eine sehr, sehr tolle Idee ist. Und Google schläft im Übrigen auch nicht. Google möchte auch so etwas in der Art letztlich konzipieren. Nur Google geht halt mit Heißluftballons daher und möchte dann dementsprechend da irgendwelche Sendevorrichtungen anbringen an diesen Ballons, die dann dementsprechend auch aus der Luft heraus das Ganze zu Boden senden. Also eigentlich eine sehr, sehr positive Entwicklung, die hier vorgeht. Man darf gespannt sein, wann das Ganze in Serienreife übergeht, aber ich würde sagen, nachdem hier in dem Video, was ihr übrigens hier auch gerade seht, davon gesprochen wurde, dass der erste Prototyp seinen Testflug noch in diesem Jahr absolvieren wird, kann man, denke ich, relativ zuversichtlich sein und sagen, dass das Ganze doch bald tatsächlich realisiert wird als großes globales Projekt. Und wenn dann Google auch noch da mitmacht und über Heißluftballons versucht, das Ganze dann dementsprechend abzudecken, dann kann man wirklich irgendwann davon ausgehen, dass die gesamte Welt tatsächlich Internetzugang besitzt. Und man muss sich auch vorstellen, gerade in den Ländern, wo vielleicht nicht immer die aktuellsten Nachrichten schnell sofort verfügbar sind, ist so etwas natürlich ein Riesenfortschritt. Denn was nutzen einem irgendwelche Nachrichten, die vor 3 oder 4 Wochen vielleicht aktuell waren, aber dann irgendwo in Afrika auftauchen? Das ist natürlich etwas, was heutzutage nicht mehr geht, da wir ja in einer Welt leben, die sich sehr, sehr schnell verändert. Und dementsprechend ist ja auch ein Bedarf an aktuellen und schnell verfügbaren Nachrichten überall vorhanden. Also ich sehe das sehr, sehr positiv. Man muss natürlich auch aufpassen, was sich dann für politische Umbrüche gegebenenfalls daraus entwickeln, denn wir wissen ja, was mit der sogenannten Revolution im arabischen Raum, was mit dem sogenannten arabischen Frühling passiert ist, der ja im Wesentlichen dadurch so schnell und so heftig vonstatten gelaufen ist, dadurch, dass die Menschen Internetzugang hatten und über Facebook sich dementsprechend Nachrichten zugesendet haben
bestimmte wichtige Nachrichten dann dementsprechend geteilt haben. Also man darf natürlich nicht die politischen Konsequenzen vergessen, die daraus entstehen, aber aus Sicht von Facebook sicherlich ein betriebswirtschaftlich gesehen kluger Schachzug, und es ist auch noch etwas, was der Welt letztlich nutzt. Also ich stehe diesem Projekt sehr, sehr positiv gegenüber. Es wird abzuwarten sein, wann das Ganze, wie gesagt, tatsächlich Marktreife besitzt. Aber ihr könnt euch ja das Video hier dementsprechend anschauen und euch selbst mal den Prototyp dementsprechend geben. Und ich denke, ihr werdet davon auch sehr, sehr positiv überrascht sein. Ich werde euch dementsprechend auch das Ganze hier verlinken dieses Mal, weil, damit ihr dementsprechend nicht suchen müsst. Gut, Freunde, ja, ich würde sagen, das war's für heute. Mehr habe ich an Nachrichten nicht gefunden, aber ich denke, das ist wirklich mal eine sehr, sehr frische und neue und tolle Nachricht. Und ihr könnt mir ja gerne dazu schreiben, was ihr darüber denkt, ob ihr auch so positiv gestimmt seid, wenn es letztlich um Facebook und um dieses, ja, große Projekt letztlich geht. Mich würde es auf jeden Fall freuen, und vergesst nicht einzuschalten beim nächsten Mal wieder hier auf eurem Vivi-Kanal Nummer 1. Bis dahin, Freunde.